Hallo Leute, herzlich willkommen bei Kochlust. Und heute gibt es das Gerät, wir haben es letzte Woche schon angeteasert, ja, in einem Video, weil wir ein neues Küchengerät zum Testen bekommen haben. Und zwar haben wir wieder mal was von Genius bekommen und es ist der Airfryer. Airfryer heißt das. Es ist auch so ein Airfryer, also so ein Heißluftfritteuser. Und so sieht das Ganze aus und das Ganze hat eine Kippfunktion. Ich zeige es euch mal. Links. Und jetzt kommt das Coole. Wir können auch rechts. Nach rechts. Wir können ja auch mit, ja. Wir zeigen euch das Gerät jetzt mal. Wir haben es jetzt, wie lange haben wir es, Schatz? Zwei Wochen, Zwei Wochen ungefähr. Zwei Wochen. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel ausprobiert damit. Und wir werden das hier alles ein bisschen einblenden, was wir gemacht haben. Wir werden euch unsere Erfahrungen sagen. Und wir werden noch etwas hier live zubereiten, ja, nicht nur im Video. Und da haben wir uns, es ist zwar das Einfachste, aber für was kauft man sich so ein Gerät, Schatz? Hauptsächlich? Pommes. Es sind die Pommes. Also die Pommes sind meiner Meinung nach der Hauptgrund. Die super knusprig. Die zeigen wir live. Pommes, ich sag's jetzt schon mal, die sind der Hammer. Die sind super lecker. Knusper-Effekt. Ja, wir zeigen einmal mal, was dabei ist. Also wenn man es kauft hier, kriegt man so eine Schachtel, so eine schöne Schachtel. Wir haben sie nochmal aufgehoben zum hier zeigen. So eine viereckige Schachtel. Könnt ihr euch auch super so anlehnen. Oh, hat die richtige Höhe, ja? Ist perfekt. Ja. Nein, das lassen wir hier. Ist nur die Schachtel. Also hier sieht man, was man alles machen kann. Dörren haben wir jetzt nicht gemacht. Ein Braton haben wir gemacht, zeigen wir euch dann. Man kann backen damit. Man kann alles Mögliche. Frittieren, braten, wenden. Wie auch immer. Dünsten. Dünsten? Nein. Keine oder? Ahnung, ich weiß nicht, dieses Wort dünsten nicht. Benutzen wir nicht. Ich weiß nur, du denkst schon an die Katzen, ja? Ja. Katzendünsten, ja, von Paul Banzer. So, wir zeigen mal, was im Lieferumfang ist. Es gibt also zwei Sets. Einmal das hier. Da ist dabei so ein Grillrost, das Gerät selbst. Und was ich genial finde, also den Griff, den haben sie genial gelöst. Wir werden das Gerät jetzt mal ein bisschen drehen und filmen das vom Handy aus, damit ihr das besser seht, ja? Zum hier zeigen. So, jetzt einmal wenden. Also ihr seht, unten hat das Gerät Saugnäpfe. Das heißt, das steht richtig fest. Ja? Also egal, wo ihr es hinstellt, das steht fest. Man kriegt es natürlich auch wieder runter. Aber das ist gut gemacht, das hat einen super Stand. Aha. Und jetzt filmen wir mal. Ja, mal her hier dein Handy. Genau. Du filmst mir jetzt mal, Schatz. Ja. Okay, also hier jetzt in der Großaufnahme. Wir sehen hier, haben wir eine kleine Angabe. Das ist schön, wenn man die Gebrauchsanleitung oder das verliert, wo ich meistens so ein Typ dazu bin. Das ist hier drin, das kriegt man nicht weg. Dann habt ihr immer eine Übersicht, was mache ich mit wie viel Grad, wie viel Zeit ungefähr. Haben sie gut gemacht. Hier kann man dann einstellen. Wir zeigen es euch dann, wenn man eingestellt hat. Hier unten ist dann der Knopf zum Aufmachen. Das geht hier einfach auf. Klack, klack. Dann ist hier der Innenbehälter. Der Innenbehälter ist richtig groß. Also da habt ihr richtig was Platz. Das ist richtig schön, weil mein Bruder hatte mal so eine Heißluftfritteuse ganz früher, da hattest du 1 bis 1,5 Portionen Platz. Also hier eine vierköpfige Familie, Pommes, so wie bei uns, überhaupt kein Problem. Also da kannst du Pommes reintun, das ist gut. Und jetzt kommt dieser Griff hier, schaut mal. Ich finde den Griff, das ist so geil gelöst. Das ist wirklich super. Der nimmt nicht viel Platz weg im Kästchen, haust du so ins Kästchen rein. Und hier kannst du links oder rechts, je nachdem, wenn du dann die Pfanne raustun möchtest, einfach den Griff hier hin tun. Und dann dreht man hier den Hebel, dann klickt das ein, tschack, kannst du die Pfanne raus tun. Ja, und wenn du es nicht mehr brauchst, tust du rein und hier ist der Knopf und der Griff geht weg. Also Griff kriegt von mir absolut 10 Sterne, da haben sie eine super Idee gehabt, das haben sie super gelöst. Hier ist ein Gittereinsatz dabei, ja, dann kann man Brathuhn oder was drauf tun oder sonst was, was halt grad sein soll, ja, weil ihr seht ja, hier ist natürlich so ein Ding. Beim Reintun aufpassen, dass das hier ein Schlitz ist. Ja. Aber ich glaube, das checkt ihr. So geht es nicht rein. Ja. Hier so beim Schlitz. Ne. Ihr seid ja alles schlaue Leute. Und jetzt das hier. Noch zeigen. Dann haben wir noch dieses Gerät ist dabei. Das ist ja wirklich eine coole Zange. Das haben sie auch gut durchdacht. So, jetzt ist das Teil hier heiß. Und ich möchte das raus tun. Da mache ich einfach so rauf. Dann kann ich schön hier reinfahren und ich kann das super rausheben. Ja? So, und auch hier, wenn wir hier die Grillplatte drin haben, geht auch dieser Griff hier einfach rein. Kann man hier reinfahren, zusammendrücken und das Ganze hebt bombenfest. Ja? Kannst du super rausheben, ohne sich zu verbrennen. Ja? Mein Schatz, du weißt, wie ich mich immer verbrenne. Ja. So,
aber nicht hier. Dann sind noch hier solche Messbecher dabei. Die haben wir jetzt eigentlich noch nicht gebraucht, aber sind sehr platzsparend in allen Größen. Hat man halt hier. Stehen auch die Gramm oben. Oder Milliliter. Milliliter. Wenn ihr für Öl oder welche für Salz oder welche Gewürze. Ist fein, platzsparend. Ja. Ich persönlich habe es noch nicht gebraucht. Ich tue immer aus lautem Gefühl. Aber schön, was dabei hat. Ist okay. So. Was da noch dabei ist, Bedienungsanleitung, klar in alle Sprachen. Und so ein Rezeptheft, ja. Habt ihr so ein paar Rezeptchen drin. Hier nochmal die Übersicht. Wie gesagt, wenn ihr verliert, kein Problem. Steht auf dem Gerät. Ziegenkäse, Anti. Das sind einfach so Kartoffelspalten selbst gemacht. Sind halt ein paar Rezeptchen drin. Hühnchen und so. Das ist auch noch dabei. Also, das ist das Set gewesen, was man so dabei hat. Hier hast du alles, was du brauchst. Es gibt da noch zusätzlich, war das hier bei uns dabei, ist hier eine Grillzange. Die Grillzange finde ich sogar richtig gut. Ja, dir hast du dich gefreut. Ja, die Zange ist, Moment, das zeigen wir hier auch nochmal. Was die Zange gut hat, hier so ein Mechanismus, rein geht sie raus, auf, hebt sie zu, ist sie fein zum Ding. Und was ich ganz cool finde an der Zange, sie hat hier unten zum Hinstellen. Das finde ich richtig schön, weil meistens, ja, du fährst irgendwo rein und dann ist ja alles so Ding oben. Wenn du sie dann so hinlegst, dann hast du immer alles Bickchen. Du tust so und das Teil ist in der Luft, das ist gut gemacht. Vorne haben wir so schöne weiche Gummierung. Ja. Also jetzt nicht eine Grillzange, wo du an einen großen Grill gehst mit Feuer und so, da schmilzt es ja weg. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber zum so Sachen machen, finde ich das eine gute Zange. Die finde ich auch echt super. Was da noch dabei ist, ist hier diese Grillplatte. Oder ja, wie nennt man das? Das ist schon Grillplatte, oder? Also dieses Ding ist hier dabei noch. Ich glaube, es ist eine Grillplatte. Ja, nennen wir es mal Grillplatte, nennt man das. Zum Fleisch ummachen. Und da haben wir Fleisch gemacht und da hatte ich Schwierigkeiten. Das muss ich dazu sagen. Kannst du stoppen? Das seht ihr dann auf dem Video. Also laut dem Werbevideo habe ich dann gesehen, hast du dann schön hier von diesen Rillen das Grillmuster im Fleisch drin. Ja? Sieht man im Video. Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es, ja. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe gedacht, okay, ich habe was falsch gemacht. Ich habe es nochmal gemacht. Hier ist jetzt der erste Versuch, wo ich das Fleisch rein tue. Ich habe 6 Minuten pro Seite und wie ihr seht, die Grillstreifen, die sind leider nicht reingekommen. Aber Geschmack war da schon absolut top, muss ich dazugeben. Du hast 3 Minuten abkühlen gelassen. Ich habe inzwischen noch ein bisschen Gemüse geschöpft. Und jetzt schneiden wir es nochmal auf, wie es innen ist. Vom Durchgrat. So, von dem her passt es eigentlich. Es ist mir jetzt nicht durchgebraten. Und man wäre Gleichmäßigkeit. Das passt. Von dem her bin ich zufrieden. Nur eben vom Grillmuster. Da haben wir keins hinbekommen. Da müssten wir es vielleicht länger drin lassen. Dann wäre es mal wieder zu durch. Oder ich müsste es nächstes Mal probieren. Man kann es ja individuell einstellen. Einfach die Grad ein bisschen raufschraufen. Ja, das waren jetzt 200 Grad. Dass wir einfach mehr Grad nehmen. Jetzt kosten wir mal, wie es vom Geschmack ist. Das wäre das Wichtigste. Was nützen dir die schönsten Grillstreifen, wenn du keinen Geschmack hast? Boah, der passt. Der ist super. Vom Geschmack her ist das super Steak. So wie ich es möchte. 3 Grad perfekt. Also das kann man individuell, wenn man weniger möchte, weniger Zeit, wenn man es durch möchte, mehr Zeit. Aber zumindest, wir haben nicht, dass es in der Mitte roh ist und außen an. Also es ist eigentlich, schaut schon fast zu wie-mäßig aus von der Gleichmäßigkeit. Jetzt müssen wir einmal das mit den Grillstreifen hinkriegen. Die möchte ich noch für die Optik. Oder, kleiner Tipp, wenn ihr mal ein Fleisch habt, wo es ein bisschen verbrannt ist oder nicht so, wo es von außen nicht so perfekt ist, wie ihr es möchtet, tut ein bisschen Soße oben drüber, dann sieht es keiner. Und es schmeckt super, ja? Ein kleiner Tipp von mir. Dann habe ich es nochmal probiert. Diesmal habe ich ein bisschen länger vorheizen lassen. Ich habe ein bisschen Grillstreifen drin, so ein bisschen. Aber so richtig dicke Grillstreifen habe ich leider mit diesem Gerät nicht reingekriegt. Aber wie gesagt, der Geschmack war eins von den besten Steaks. Also, die brauchst du anscheinend gar nicht, ja? Für die Optik wäre es halt schön gewesen. Aber Fleisch ist absolut super lecker in diesem Teil. Man kann es empfehlen. So habe ich es ungefähr hingekriegt. Es sieht eigentlich auch schon super aus, oder? Doch,
doch. Das kriege ich fast schon wieder Hunger, wenn ich sehe. Das Fleisch war schon gewaltig. Super lecker. Hab's noch mal ein bisschen vorgeheizt und alles. Ich habe es wieder nicht geschafft. Also das kriege ich nicht hin. So ein Grill muss da rein. Entweder bin ich zu doof oder keine Ahnung, was der Fehler war. Aber, wo sie mal so gelernt haben, das Fleisch, also muss ich sagen, es hat mich gewundert, hier drin, die Steaks, die sind der Wahnsinn. Also geschmacklich, beim ersten dachte ich mir, okay, ich hatte super Glück, ihr kennt es ja, manchmal erwischt man gutes Fleisch. Aber nein, dann habe ich mal ein neues gekauft von einem anderen und das war genauso geil. Also geschmacklich ist das Fleisch hier, ich weiß nicht warum, top. Ja? Du hast, glaube ich, gar keins abbekommen. Nein, du hast alles gegessen. Okay, beim zweiten Mal nicht hier, beim ersten Mal, da haben die Jungs alles gegessen und ich habe auch noch. Also wirklich absolut top. Und ich weiß nur, dass du mir erzählt hast, dass es nicht raucht. Genau. Was hier auch ist beim Fleisch oder so, dass du hast hier keine Rauchentwicklung. Also du kannst ja wirklich so Zeug anbraten oder fetten und so. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Keine Ahnung, wo das hingeht. Hier rein, irgendwo, ein Filter. Keine Ahnung. Also es raucht nicht. Und nochmal wegen dem Fleisch. Da habe ich echt, ich war immer der Meinung, ein Fleisch braucht Grillstreifen. Ja, und von, dachtest du einmal, von diesem Grillding kommt der Geschmack. Stimmt aber nicht, weil das Fleisch hatte nicht so die Grillstreifen, ihr seht es auf dem Video, war aber geschmacklich eine Bombe. Also das wird wirklich Bombe. Aber wie gesagt, zum Grillstreifen machen, da bin ich nicht so, vielleicht kann ich es nicht. Ja. Gibt's das. Kann man sich dazu kaufen und dann haben wir hier noch so ein Pfännchen, kann man sich Auflöfe was reintun, so kleine Dinge. Das Schöne ist, das könnt ihr auch so brauchen für den Backofen oder so. Für meine Zwecke, wir haben es jetzt nicht gebraucht, weil für 4 Leute haben wir da schon ein bisschen wenig. Deswegen dieses Set, dieses optionale. Also das Gerät kostet, glaube ich, 160 Euro, glaube ich, oder 59. Ist wirklich top, absolut. Das Gerät 29, das hier, muss man dann wissen, lohnt es sich für einen oder so. Also wenn ihr jetzt die Grillstreifen ja nicht so braucht, was meiner Meinung nach eh nicht so, kann man das Fleisch auch hier drauflegen. Geht super, meiner Meinung. So, jetzt zeigen wir das Gerät in Action. Schatz, hol den Strom. Ach, hol den Strom. Ja, wo willst du denn den Strom holen? Ja, ich meine dachte, Frau, du hast noch nichts vorbereitet. Wolltest du ins Stromkastel gehen? Ja. Ich glaube, meine Frau weiß nicht mal, wo der Strom herkommt. Ja? Die denkt immer, hinter der Wand sind 5 Hamster, was so im Rad drehen. Ja. So, jetzt stecken wir das Ganze mal an. Ja, lass mich anstecken, ja, wenn natürlich. Du sagst, ich soll den Strom holen. Natürlich. Dafür machen wir noch unten eine Aufnahme. Das haben wir, oder? Das können wir auch so zeigen. Hier unten ist da noch eine Schale. Die könnt ihr rausziehen. Das ist eine Fettauffangschale, falls ihr das benutzt. Ich habe das jetzt nie gebraucht, weil ich ja nicht mit Fett gearbeitet habe. Das Zeug wird so gut, da brauchst du kein Fett. Und zwar, warte, Schatz, film mir nochmal. Hier, diesen Tropfen hier, ist ein Tropfen, ja? Und den könnte man rausziehen. Und wenn ich den rausziehe, ja, dann rinnt hier runter und dann würde unten, kann man es hier raus tun. Ja? Also das ist, wenn du jetzt etwas mit, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nie benutzt, was ich so, wenn ich mit ultra brutalem Fett oder so, hast du halt hier so einen Abguss. Ja? Und das Schöne ist hier, diesen kleinen Stöpsel, ja, kann man leicht verlieren, oder? Ich denke schon. Ja, sehr leicht. Da haben sie ein bisschen mitgedacht und haben hier unten hier einen und hier einen haben sie reingetan als Reserve. Am Gerät gleich zweimal. Also du kannst ihn zweimal verlieren. Wenn du ihn einmal verlierst, hast du einen. Beim zweiten Mal passt ein bisschen auf, hast du noch einen. Aber ich werde den wahrscheinlich immer drin lassen. Da werden wir ihn auch nicht verlieren. So, dann schaltet man das Ganze ein. Da mal alles gezeigt, gell? Ja, ich fühle noch. Genau. Ah, hier ist noch. Ein Schwachpunkt am Gerät, muss ich noch sagen, das hat mich gestört. Inzwischen nicht mehr, Gott sei Dank. Am Anfang, dieses Ding hier, hier haben wir einen, das ist ein Spritzschutz. Ja? Jetzt tue ich den mal raus. So. Also, der hat hier so Haken. Ja? Dieser Spritzschutz ist, dass hier kein Fett drauf spritzt auf die Heizdinger, ist das schön geschützt. Und dieses Ding hier ist mir am Anfang, also da verzweifelt nicht, das ist mir echt... Wenn ihr es reintut, wenn ihr das Gerät neu kauft und ihr tut es rein, das ist mir dann immer rausgefallen. Ja? Das ist, und dann haben wir, oh mein Gott, warum haben sie die Haken nicht ein bisschen länger gemacht, dass das besser hebt? Aber sobald ihr damit 2-3 Mal was gekocht habt, ist durch die, also das wird hier reingetan und dann reingedreht, so, dann hebt das. Wärme und alles dehnt sich ein bisschen aus und dann sitzt das richtig fest. Ja? Also dann fällt das nicht mehr runter, das ist auch jetzt fest. Es war einfach nur am Anfang so. Ja? Also falls ihr das Problem habt,
mach zwei, dreimal was und das Teil hebt. Ihr seht, das hebt Bombe. Am Anfang konnte ich nicht so tun, dann ist es mir runtergefallen. So. Was ja auch schöner ist, wir haben hier ein Glas, also wir können hier durchschauen. Wir können hier reinschauen, was passiert. Und wenn das Teil arbeitet, kann ich das mit Hand drehen, dann mache ich den Motor kaputt. Ich mache es lieber nicht. Ich mache das jetzt lieber nicht, dass ich den Motor hier nicht quetsche. Ja. Aber ihr seht dann, wir simulieren es jetzt mal. Das ist jetzt ein Simulationsvideo, ja, damit ihr es in groß seht. Wenn ihr das kippt und dann dreht sich das immer. Ja. Das dreht sich so. So dreht sich das. Und das ist jetzt das Schöne, wenn hier dieses Zeug liegt hier unten und dieser Arm hier, der nimmt das dann auf, schiebt es rauf. Ja. Durch die Schwerkraft fällt es runter. Und dann kommt da wieder der Arm, der dreht sich wieder, nimmt es wieder, schiebt es wieder rauf und dann fällt es wieder runter. Ja. Ja, wie ein Betonmischer eigentlich. Genau, wie eine Maltermaschine wird das hier schön gemacht. Und durch das wird das Zeug schön gewendet, gedreht. Ja, kann ich mal abschalten. Schön gewendet, gedreht und wird überall schön knusprig. Und man kommt auch mit wenig Öl aus. So, aber jetzt... Jetzt schalten wir rein, das Teil. Jetzt wollen die Leute was sehen, lange oder? Lange Rede, kurzer Sinn. Mach mal schnell die Pommes fertig. Okay, Leute, wir haben es jetzt 10:30 bei uns. Wir nehmen jetzt um 11:30 auf. Wir haben jetzt nicht so den größten Hunger, deswegen machen wir jetzt nicht einen großen Sack. Wir nehmen noch ein paar kleine rein. Ja, das wurde bewegt. Soll ich das jetzt hier nochmal? Zum Zorgen reicht es. Ich will jetzt die Tonne mehr machen. So. Ja, jetzt ist schon ein bisschen, ist ja egal. Auf alle Fälle, ich glaube, ich habe ein Video, wo wir Bombe gemacht haben, da zeige ich, also das, du kannst hier wirklich viel reintun. Ja? Wir möchten jetzt noch nicht zu viel machen. Die Jungs putzen das schon weg, wir haben jetzt noch keinen Hunger. Und dann, hier müssen wir jetzt kein Öl drüber gießen, weil das sind diese Tiefkühlbombes, die sind schon eigentlich ein bisschen geölt. Das merkt ihr auch immer, wenn ihr die im Backofen macht, wird das Backpapier ein bisschen fettig, weil da schon Öl drin ist. Wenn ihr selbstgemachte Pommes macht, habe ich auch gemacht, blende ich euch ein, einfach nur ein kleines Schüsschen, so ein Teelöffel Öl drüber und das verteilt sich. Mehr braucht ihr nicht. Also hier könnt ihr wirklich fettarm frittieren, es wird super. So, Deckel zu. Deckel drauf. Jetzt, schauen wir hier. Tiefkühlpommes, 250 Grad, 25 bis 30 Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Funktionen. Haben wir schon 250 Grad frittieren, also das sind die Voreinstellungen, ja, hier sind einfach die Grad, hast du dörren, erhitzen. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt hier gehst, auf frittieren und sagst, oh, ich möchte nicht 250, ich möchte nur 240, kannst du jedes Programm individuell einstellen, auch die Zeit, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, wie du es gern hast. Das hier passt perfekt, das haben wir schon probiert. Dann wird das Ganze gekippt. Das Schöne ist, durch das, dass man es links und rechts kippen kann, das hat für mich schon einen coolen Sinn. Erstens mal, wo steht das Gerät, wo hast du Platz? Weil hier oben, Mordschatz, passt, hast du genug gefilmt? Hier oben kommt die Wärme raus. Ja? Wenn du es jetzt so hinstellst, kommt die Wärme so. Wenn du es so hinkippst, kommt die Wärme so. Ja? Und jetzt je nachdem, wo das Gerät steht, wenn du jetzt links oder rechts etwas hast, was nicht warm werden darf oder ja, nicht so warm werden sollte, dann kannst du es in die jeweilige Richtung kippen, wo du möchtest. Ja? Das ist eigentlich cool gemacht. So, und dann einfach einschalten. Das Gerät geht von allein. Du musst nichts rütteln, nicht schütteln, nicht Backblech aufmachen, nichts umdrehen. Das geht. So, wir filmen jetzt hier rein. Ach so, hier. Ja, Moment, da filmen wir jetzt vor der Vorderseite, dass man das sieht. Ich hoffe, man sieht, wie ich es meine. Oder es blendet dich? Nein. Nein, jetzt nimmt er das auf. Die Pommes liegen unten. Da haben wir natürlich nicht so viel drin. Aber wie gesagt, du kannst hier rein tun, wie viel du willst, das ist egal, weil es immer schön gemischelt wird. Jetzt geht das rauf. Und durch das hast du immer eine schöne Mischfunktion. Ja? Das heißt, da klebt nichts zusammen. Das ist, ihr werdet es dann ja sehen. So, was wir hier noch haben, der Strom, das filme ich jetzt mal. So, mein Schatz hebt jetzt hier das Stromkabel. Stromkabel ist
oben. Ja? Das ist geschuldet, weil oben die Technik ist, ja? Ist jetzt nicht unten, dass ihr es wisst. Und das Stromkabel ist circa... Ein Meter. Du hast ja einen Meter. Ja, ein bisschen länger, müsste man mal messen. Aber es ist auf alle Fälle lang genug. Das ist glaube ich 1,50 Meter oder so. Na, nie. Das ist 1,50 Meter. Und jetzt hört ihr auch, also das Gerät ist in Betrieb, ihr hört jetzt die Lautstärke. Das Gerät ist, wie würdest du es einschätzen, Schatz, von der Lautstärke? Mittel, oder? Mittel, ja. Also es ist leise auch. Es ist nicht so leise, dass man es nicht hört. Es ist aber auch nicht laut, dass es dich stört. Dass dich stört. Also man hört es, es hat aber so ein gleichbleibendes Geräusch, also ihr hört es jetzt ja selbst. Könnte leiser sein, theoretisch, aber die sind halt alles so, die haben so ein Ding, da muss was blasen, aber es ist jetzt nichts, was stört. So, und du kannst nebenbei schön was kochen. Der Backofen bleibt frei, ja, das ist die Bombe hier, kannst du das Backröhrchen noch was anderes reintun. Ja. Da sind wir mal gespannt. Dann warten wir jetzt auf die Pommes. Was ich sowieso besser finde, wie diese tiefgekühlten Pommes, sind selbstgemachte Pommes. Schatz, wie machst du die immer? Ja, oder? Natürlich Kartoffelschälen ist klar, ein Stückchen schneiden. Kannst du auch mit Schale, ja, voll kannst geil. Du auch, ja, kommt drauf an, welche Kartoffeln man kauft. Und das Wichtigste ist einfach ins Wasser legen, eine halbe Stunde ins Wasser legen, damit die Stärke entweicht. Ja, dann werden also, die super knusprig. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht, Leute. Macht das, wenn ihr die selber macht, tut die ins kalte Wasser rein. Mal, und dann kommt das raus, diese Stärke, ich weiß auch nicht warum, und sie werden einfach super knusprig. Sie werden super knusprig. Aber natürlich müsst ihr sie dann natürlich mit der Küchentuch, das muss sonst habt ihr das ganze Wasser. Und da genügt so ein Esslöffel Öl drüber rein, zum Schluss ein bisschen Salzpaprika, und die selbstgemachten Pommes sind genial. Genial. Aber jetzt zeigen wir das hier schnell. Ja, dann glaube ich, haben wir das Gerät gezeigt. Dann machen wir jetzt mal Pause. Und warten auf die Pommes. Und wenn es fertig ist, zeigen wir. Ah, was ich noch zeigen wollte, wir haben ja auch ein Brötchen gemacht, ja? Das zeigen wir euch. Das hier sind jetzt ein paar tiefgekühlte Semmelchen. Die tun wir einfach rein, stellen das Ganze rein, so wie es laut List ist, 200 Grad, 10 Minuten. Das Ganze rotiert schnell 10 Minuten und fertig sind die super leckeren Semmeln. Also wirklich, hast du immer ein super Semmel zum Frühstück, geht super. Musst du nicht extra einen Backofen nehmen, herrlich. Und dass ich nicht vergesse, das habe ich jetzt erst gesehen, du kannst dir auch die Eier drin machen. Da kannst du super zum Brötchen noch, haust du noch 2-3 Eier rein, hast du schon ein schönes Frühstück. Ja? Ich würde mir allerdings ein Löchchen reinstellen, sicherheitshalber, bei der Eier damit immer. Damit sie nicht Platz. Hast du schöne Frühstück, Semmeln, Eier, alles in ein Ding gemacht, top. Brauchst kein Eierkocher mehr, so. Hast du wieder ein bisschen mehr Platz in der Küche, wenn du wieder was kannst. Genau, ja. Dann kann man hier, wenn man Platz haben, kann man hier so raufsitzen, oder? Willst du mal da so raufsitzen, Schatz? Hat eine schöne Höhe, oder? Ja, na, nicht schlecht. Okay, wir sehen uns gleich. Es sind 29 Minuten um, eine Minute ist noch. Und dann müsste das Gerät, was tut es dann, wenn es fertig ist, Schatz? Es piepst, oder? Es piepst. Ich weiß es nicht. Irgendwie piepst alles, wenn es fertig ist. Ja. Weißt du, was auch piepst, die Maus? Nein. Das ist ja die Maus, oder? Ja, aber so, die piepst, piepst nicht so wie ein Gerät. Wenn es piepst, schalt mal aus. Geht das eigentlich schwer zu drücken? Nein, warte, dreh gerade, Schatz. Erst auf, runter. Ach zum so. Gradrichten musst du nicht drücken. Nur zum Gradrichten. So, jetzt machen wir hier auf. Okay. So. Und jetzt, warte, film du mir mal da ein. So. Ja. Eben, wie gesagt, hier wieder das Griffchen. Klackidiwack. Man kann die Schüssel auch gleich schon zum Würzen verwenden. Man kann es natürlich noch in eine Schüssel oder so. Wir würzen es jetzt gleich hier drin. Ach so. Dann sparen wir uns eine Pfanne. Ein bisschen Salz. Was ich immer liebe bei den Pommes, ein klein bisschen Paprika. Nicht zu viel, sonst wird es bitter, nur ein bisschen. Manchmal noch ein bisschen Curry. Die Reinigung, ich meine, die ist jetzt leicht, da müssen wir nur auswischen. Wir haben die Reinigung gefilmt, wie wir ein Brathähnchen gemacht haben, weil da ist ein bisschen Fett, da spritzt es ein bisschen rum. Da ist die Reinigung ein bisschen intensiver und wir zeigen euch diese Reinigung. Wie reinigt man das Gerät? Das ist sehr, sehr wichtig.
Das Hühnchen müssen wir ein bisschen abkühlen, es ist zu heiß, deswegen zweimal gleich die Reinigung, weil gerade beim Hühnchen mit Fett und allem, ich glaube, dann ist es eine schwierige Reinigung und wir wollen eine schwierige Reinigung zeigen. Also hier mit der Zange, das geht super, kann man das super rausheben, verbrennt sich nicht die Bratzen. Gerade bei mir ist das wichtig. Also jetzt kann man ja schauen, dass sich das reinigen lässt. Das geht ja weg wie nichts. Also die Gitterreinigung, das geht super. Und dann haben wir noch den Topf innen. Wie gesagt, mit diesem super Griff, das geht super. Einfach nur Griff rein, rumklicken, man hat den schön in der Hand. Das haben sie sehr gut gelöst, muss ich sagen, mit dem Griff. Jetzt ausschwänzen. Das Spülmittel. Da brauchen wir noch gar nicht viel reiben. So, dann haben wir es sauber. Das ist Anti-Hafting, das geht wirklich super. Noch kurz abtrocknen. Hier den Griff. Klick. Ist das Ganze draußen. Ja, Gitter müssen wir eh nicht rein tun. Aber ich tue es jetzt rein. Und fertig die Reinigung. Ja, 1,10 Meter. So, und jetzt, man hört es jetzt auch am Mikrofon, ob sie knusprig sind. Ja, super knusprig. Gewaltig. Einfach top. Also die Pommes werden hier. Wie gesagt, mir braucht ihr kein Öl, weil die Backrohrpommes haben Öl, bei den selber gemachten nur ein bisschen. Ihr esst sogar auch gesünder. Und ich finde das Hammer, ja. Da kommt ein Backofen nie ran. Ja, das ist Fritteusen-Level. Ja. Und ultra gute Pommes. Richtig lecker. Und das ist wahrscheinlich 70% macht man mit den Pommes, sag ich mal. 75%. Ja. Und das Huhn war. Ja, war das, müsst ihr euch angucken. Jetzt probieren wir mal einen Brathuhn. Kleiner Tipp: immer wenn ihr einen Brathuhn macht, hat man schon mal ein Video von Jamie Oliver. Eine Zitrone kochen, die ist jetzt ganz heiß. Achtung, wenn man einstecken, die kann spritzen. Die spritzt raus. Ein paar Mal einstechen. Und hinten in das Huhn rein. Ja, das ist immer gut. Das hat einen Grund. Die Zitrone gibt Zitronenaroma von innen raus. Und noch der wichtigere Grund. Die Zitrone ist heiß gekocht. Und die wärmt jetzt das Huhn auch von innen. Ja? Sonst hat man es, bis es innen durch ist, ist es manchmal zu trocken. Und so ist es schon innen durch, aber außen noch schön saftig. Und man muss es nicht so trocken garen. Ein bisschen Rosmarin, Thymian frischen. Den Damano hier hinten rein. Einfach so rein. So. Und jetzt tun wir das ganze Hühnchen hier rein. So mal. Wir lassen es jetzt einfach gehen. Ich filme es jetzt nicht, wir wären nach 20 Minuten hier drüben. Haben wir noch ein paar Kartoffeln gerichtet. Ja, tun wir dann die Kartoffeln einfach noch hier rein. Dann haben wir das ganze Menü fix fertig. Kartoffeln würzen wir natürlich noch. So, wir haben jetzt mal 180 Minuten, eine Stunde, sind 60 Minuten. Es braucht 60 bis 70 Minuten, steht hier. Wir können sie danach nochmal 10 Minuten nach. Schauen wir eine Stunde an und let's go. Jetzt schauen wir mal rein. Aussehen tut schon mal gut. Hört man? Eine schöne Knusperkeit, eine schöne Knusperhaut. Das ist mir eins von den wichtigsten am Hühnchen, dass es auch schön knusprig ist. Und jetzt holen wir es mal raus. Wir rinnt jetzt natürlich die Zitronensaft raus von der Zitrone. Die
können wir auch raus tun gleich. Achtung, heiß. Das werden wir dabei einmal reinlegen. Da sieht man, dass was unten rausgeht, kann man dann hier schön rausputzen. Die Kartoffeln haben wir noch 10 Minuten reingetan. Die schauen auch schön lecker aus, haben wir gerade beide oben. Und jetzt schneiden wir das Hähnchen mal auf mit der Ultra Brutalo Mega Zange. Das schneidet so brutal, schaut mal. Schau, ja schau mal, wie ein Butterstückchen geht das da mit der brutalen Zange durch. Also falls ihr einen Konrad habt, den ihr mal möchtet, die Daumen abhacken, dann geht mit der Zange. Kennst du das Märchen noch, Schatz? Ja, aber das ist eine Schere und keine Zange. So. Oh, das ist heiße Hotten. Hottentotten. So. Da haben wir jetzt zwei halben Hähnchen, wie gesagt, die Knusperkeit. Hier, die Haut ist super knusprig. Das passt. Perfekt. Also ein Hähnchentest hat das Teil bestanden. Ich bringe jetzt die Jungs raus. Ja, damit die auch was haben. Lass mir auch noch zwei. Wie gesagt, wir haben vor einer Stunde gefrühstückt. Wir sind ja nicht so verhungert. Was uns noch eingefallen ist, meine Frau hat gerade gesagt, wie wir darauf gewartet haben, es klingt so ein bisschen wie Mikrowelle. So eine Mikrowelle, dass ihr ungefähr vom Ton her eine Vorstellung habt. Ja? Ja. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles erklärt über das Gerät. Jetzt machen wir nochmal unser Fazit. Schatz, kannst du das Gerät empfehlen? Ja, auf alle Fälle. Wer gerne leckere Pommes haben möchte oder Hähnchen oder... Bei mir ist das Gleiche. Ich empfehle das Gerät. Das ist super. Es ist top. Fleisch wird top. Hähnchen wird top. Die Pommes werden top. Brötchen aufbacken. Das Fleisch auch, hast du gesagt. Das Fleisch top. Brötchen aufbacken. Wie gesagt, die Eier, das haben wir jetzt zu spät. Könnte man sonst noch mal zeigen, aber wir möchten jetzt nicht noch so viel kochen, weil wir haben gerade nicht so einen Hunger. Man könnte, glaube ich, auch Popcorn machen oder so. Das haben wir jetzt nicht probiert. Aber man kann jede Menge machen. Ich kann das empfehlen. Das ist alles ein super Set. Griff, alles super. Ding. Ich finde auch die Zange super. Wie gesagt, wo ich jetzt nicht so ultra begeistert bin, ist dieses Bratding hier. Mir kommt vor, das Grillmuster kriege ich damit nicht hin. Und wenn ich das nicht damit hinkriege, muss ich nicht, weil es schmeckt gut. Dann kann ich es auch hier machen und schmeckt genauso lecker. Ja? Also das ist jetzt nicht so mein Ultra-Burner, dieses Teil hier. Alle anderen Teile top, die empfehle ich. Gibt es bei Genius. Das Seiten Genius hat überhaupt super Produkte. Wir haben schon viel getestet von denen, sind wir immer zufrieden gewesen. Und das war's, ja. Okay. Ja. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Und leckere Pommes. Okay, Leute. Hey, nächste Woche machen wir ein ganz eigenes Video. Nächste Woche kommt was ganz Komisches auf euch zu. Lasst euch überraschen. Okay, Leute. Ciao. Ciao.